Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AIDA Reise TV. Freuen Sie sich jetzt auf eine wirklich aufregende Reise, die es in sich hat. Besuchen Sie mit uns spannende Altstädte und einzigartige Kunstwerke. Wir nehmen Sie mit in die Welt der Könige und Zaren. Eine wirklich aufregende Reise, die da vor uns liegt. Los geht's ja in Warnemünde. Anne, was ist das Besondere am Heimathafen Warnemünde? Ja, die Begeisterung ist immer sehr groß, wenn es in unserem Heimathafen losgeht. Hunderte Menschen stehen da, wir werden von vielen Booten begleitet und da ist das Auslaufen schon was Besonderes. Und nach einem Seetag sind wir dann angekommen in einer der wohl spektakulärsten Altstädte der Ostsee. Ja, Tallinn wird auch als die Stadt der Türme bezeichnet, denn da gibt es wirklich jede Menge davon. Sie hat eine ganz mittelalterliche Stadt, also da wird man ins Mittelalter zurückversetzt, kann noch Teile der Stadtmauer sehen. Und nach dieser traumhaften Altstadt sind wir dann schon am nächsten Tag in St. Petersburg angekommen. Und hier das Besondere, das erste Overnight dieser Reise. Ja, genau. Also hier haben die Gäste richtig viel Zeit, die Stadt zu erkunden, denn es gibt wirklich wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten. Man kann in der Eremitage ganz viele Gemälde sehen, eine der größten Kunstsammlungen, die Peter-Paul-Festung, den Katharinenpalast mit dem Bernsteinzimmer, die Blutskirche. Also da ist wirklich wahnsinnig viel zu entdecken und da lohnen sich zwei Tage auf jeden Fall. Nach zwei Tagen St. Petersburg sind wir schon in der nächsten Metropole und das ist Helsinki. Genau, eine sehr schöne Stadt. Hier kann man mal auf dem Marktplatz entlang schlendern, dabei einen ganz tollen Dom entdecken, von dem man teilweise sogar geblendet ist, weil er nämlich so in Weiß strahlt. Und nach Helsinki kommen wir schon wieder zu einer weiteren Besonderheit, denn wir haben ein zweites Overnight. Genau, das ist das Besondere an Stockholm, aber auch erstmal das Einlaufen durch die Schärenlandschaft durch, das ist schon was richtig Tolles. Und dann kann man da natürlich das Königliche Schloss entdecken, das Vasa-Museum, das ABBA-Museum. Ja, und nach zwei Nächten in Stockholm sind wir dann Richtung Süden unterwegs und angekommen in Danzig. Auch eine sehr schöne Stadt, in der kann man einfach mal durch die Altstadt bummeln, die Stadt ein bisschen genießen, sich auf den Marktplatz setzen, Kaffee trinken und dann kommen wir schon nach Kopenhagen. Ja, und Kopenhagen, da wird es ja nochmal richtig königlich, oder? Genau, da kann man das königliche Schloss auch entdecken und dann gibt es auch noch eines der kleinsten Wahrzeichen zu entdecken, die kleine Meerjungfrau. Oh, eine richtig kleine Berühmtheit. Ja, und am Ende der Reise sind wir auch schon wieder in Warnemünde angekommen. Also ich muss sagen, eine tolle Reise mit vielen fantastischen Häfen. Und die schönsten Eindrücke, die haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Ja, eine aufregende Reise mit vielen spannenden Städten, die da vor uns liegt. Und wenn ich mich hier so umschaue, hier sieht es ja auch ganz gemütlich aus. Was kann man denn sonst noch alles machen, um sich auf AIDA so richtig zu entspannen? Ja, um mal richtig zu entspannen, kann man in unsere Wellness-Oase gehen. Da kann man sich mit Massagen verwöhnen lassen, mit Maniküre, Pediküre. Oder wenn man es mal ein bisschen privater haben möchte, dann bucht man sich einfach eine Wellness-Suite. Da hat man einen eigenen Balkon, ein Wasserbett, eine Sauna und einen ganz tollen Ausblick. Wow, das klingt schon richtig gut. Und was ist bei AIDA alles inklusive mit dabei? Ja, in unserem Wellnessbereich dann direkt die Saunalandschaft, die Mahlzeiten in den Buffet-Restaurants, dazu die Tischgetränke, der Kids-Club für unsere Kleinsten ist mit drin, großartiges Entertainment und auch die Trinkgelder sind schon mit drin. Und was es in kulinarischer Hinsicht auf AIDA alles zu entdecken gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wie Sie sehen, es sind noch Plätze frei. Haben auch Sie jetzt Lust bekommen, unsere spektakulären Shows mit atemberaubenden Choreografien und fantasievollen Kostümen live zu erleben? Dann buchen Sie jetzt schnell, sicher und bequem von zu Hause aus und erleben schon bald selbst die ganze Vielfalt dieser spannenden Reise zu den Metropolen der Ostsee. Bis bald zur nächsten Folge von AIDA Reise TV.